Mein Herz brennt von Rammstein. Jedem Deutschen dürfte aufgefallen sein, dass dieses Lied irgendetwas mit dem Sandmännchen zu tun hat. Doch was steckt genau dahinter? Genau das habe ich probiert herauszufinden. Sandmännchen gibt es seit 60, 70 Jahren, eigentlich eine total geniale Erfindung. Na, macht eine Fernsehserie und schickt alle Kinder deutschlandweit ins Bett. Niemand hinterfragt es, fantastische Sache. Ich habe mal nachgeschaut. Und man überlegt man, wo kommt dieses Sandmännchen überhaupt her? Und ganz schnell habe ich herausgefunden, dass es in der europäischen Mythologie zwei Sandmänner gibt. Es gibt einmal diesen Mann, der hat Sand und der streut diesen Sand den Kindern in die Augen. Dann gibt es die böse Version. Die reißt den Kindern die Augen aus. Genau darauf ist dieses Lied basiert. Sandmännchen auf der ersten Version, dieses Lied auf der zweiten Version. Und es gibt extrem viele Parallelen. Wir schauen uns das mal an, wie das Lied aufgebaut ist. Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich habe euch etwas mitgebracht. Bla 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 bla. Bis hierhin. Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht und ich habe euch etwas mitgebracht, ganz klar vom Sandmännchen. Hier wird natürlich schon die Verbindung hergestellt, aber hier wird ein anderer Satz eingebaut. Ich bin die Stimme aus dem Kissen. Was soll das bedeuten? Also, wir müssen uns mal so vorstellen, das deutsche Kind hat gerade Sandmännchen gesehen, Sand in die Augen bekommen vom Sandmännchen, ne? Ein bildlich, ne? Und das Kind schläft jetzt. Der Sandmann hat ja noch einen, sage ich mal, einen finsteren Bruder. Der kommt jetzt. Kind schläft. Okay. Und jetzt Stimme aus dem Kissen. Stimme ist ja, wird ja ganz häufig für eine innerliche Stimme benutzt. Wie zum Beispiel, sie folgt der Stimme ihres Herzens. Na, 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 innere Stimme und bla, bla, bla. Ja, und es ist ein klares Indiz, dass man träumt. Ein ganz bekanntes Beispiel, Freddy Krüger, der auch, sage ich mal, erstmal nur im Kopf existiert. Und also ganz klar, hier schläft jemand, ganz klar. Und hier kündigt sich ein anderer Sandmann an. Interessant ist, dass die Einleitung genau gleich ist. In Deutschland singt man, Sandmann, lieber Sandmann, es ist noch nicht so weit. Dann kommt dieser Sandmann rein, das Sandmännchen, und ja, sagt diesen Satz. Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht, ich habe euch etwas mitgebracht. Was passiert dann? Ab diesem Zeitpunkt wird eine Geschichte erzählt. Schauen wir mal, was hier jetzt passiert im Lied. Sehr interessant. Hab es aus meiner Brust gerissen. Mit diesem Herz hab ich die Macht, die Augenlider zu erpressen. Also ich habe mir extrem viele Notizen gemacht, dass ich nichts vergesse. Normalerweise mache ich das nicht, aber das ist so umfangreich. Also, jetzt gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Er hat sich irgendwas aus der Brust gerissen. Anscheinend ein Herz. Okay. Was aber jetzt interessant ist, er sagt hier mit diesem Herz. Also er reißt das aus seiner Brust. Er sagt dieses Herz. Das ist ein bisschen komisch. Ne? Ich habe mal darüber nachgedacht. Also stell dir das mal vor. Du gehst zum Doktor, weil irgendwas, keine Ahnung, mit deiner Nase oder auch mit deinem Herzen nicht okay ist. Und dann sagst du mit Sicherheit nicht zu dem Doktor, also diese Nase ist kaputt. Weil dieses Herz funktioniert nicht mehr. Das hört sich total komisch an. Ne? Beim Finger funktioniert es. Wir haben mehr als einen Finger. Dann ist klar, okay, dieser Finger ist ein Problem, irgendwas. Ne? Also ich habe da irgendwas, ne, mir irgendwas verstaucht, gebrochen, keine Ahnung was. Ne? Das macht Sinn. Aber bei einem, also bei einem Körperteil nur, das wir nur einmal haben, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Warum sagt er das? Wir nehmen diese, das ist ein Demonstrativpronomen. Wir nehmen dieses Pronomen normalerweise, wenn wir auf irgendwas zeigen, ne? Der Mann, ne? Oder der Finger, ne? Wie ich gerade gesagt habe. Er zeigt anscheinend auf dieses Herz, also anscheinend sein Herz. Aber er, wie soll ich sagen, er schafft so eine gewisse Distanz mit diesem Demonstrativpronomen. Irgendwie komisch, ne? So, jetzt geht's weiter. Die Augenlider zu erpressen. Natürlich meint er damit nicht seine eigenen. Es könnte theoretisch sein, na, hier ist kein Possessivpronomen, das ist generell, könnten seine sein oder die vom Kind. Es macht ja eigentlich nur Sinn, wenn es die vom Kind sind. Ja, ist logisch, andere macht keinen Sinn. Interessant ist hier,
dass hier wieder das Parallelen zwischen dem Sandmann gibt. Der Sand, also Sandmännchen. Sandmännchen hat Sand, mit dem es die Augen kontrolliert. Er hat das Herz. Sein Herz oder dieses Herz, wir wissen da noch nicht, was Sache ist. Okay? Und damit kontrolliert er Tränen. Ja, anscheinend, ne? Augenlider. Tränen hat man normalerweise, wenn man traurig ist, vor allem bei Kindern, wenn sie Angst haben. Alles ganz typisch. Gehen wir mal von aus, dass es Angst ist. Das wird sich auch später noch bestätigen. Jetzt geht's weiter. Ich singe, bis der Tag erwacht. Singen bedeutet, ja, normalerweise ein Lied singen. Lalalala. Aber es funktioniert auch als Erzählen. Steht im Wörterbuch, im Duden oder DWDS. Ich habe es ja von DWDS kopiert. Dichterisch. Mit poetischen Ausdrucksmitteln von etwas erzählen, berichten, etwas in einer Dichtung verherrlichen. Das sind noch ein paar Beispiele. Also, wir haben hier schon sehr viele Parallelen zum Sandmännchen. Er kommt rein, er stellt sich vor. Nachdem er sich vorgestellt hat, sagt er, okay, ich erzähle jetzt die ganze Nacht lang Geschichten. Das ist ja nachts, ne? Und kein Tag, ne? Sieht man ja, fertig. Also wir haben hier schon starke Parallelen. Es geht weiter. Ein heller Schein am Firmament, mein Herz brennt. Es gibt ja schon hier genug Indizien, dass dieser Sandmann in dem Kopf von dem Kind wohnt. Also eine Vorstellung im Unterbewusstsein. Ja, Kinder haben das, ne? So, also er stellt sich vor, ist die Stimme aus dem Kissen. Er hat irgendwas aus seiner Brust gerissen, was wahrscheinlich sein Herz ist, ne? Haben wir gesehen, also mit diesem Herz. Er hat zwar in dem Satz nicht genau gesagt, dass es das Herz ist. Ja, könnte theoretisch noch was anderes sein. Hier steht nämlich nicht schwarz auf weiß, dass es ein Herz ist. Aber wir gehen mal von aus, dass es ein Herz ist. Also, dieser Sandmann lebt im Kind, Unterbewusstsein. Kommt, wenn das Kind schläft. Was passiert jetzt? Ein heller Schein am Firmament. Firmament bedeutet Nachthimmel, also es bedeutet, soweit ich weiß, auch Himmel, ne? Aber ich habe einen Haufen Beispiele gelesen, es wird nur für Nachthimmel benutzt. Eine Literatur ist so, wahrscheinlich zu 99,9% Nachthimmel. Es ist dunkel. Dunkel bedeutet Angst. No, klar. Ne? Wenn es da jetzt ein Licht gibt, stell uns mal vor, wie kann ein Licht da reinkommen, ein schlafendes Kind? Wenn das Kind die Augen aufmacht. Wenn das Kind die Augen aufmacht, träumt es nicht mehr, weil es wach ist. Jeder kennt es von euch. Du schläfst, bumm, oh, mein Gott, Gott sei Dank, war nur ein Traum. Der Traum ist in dem Moment vorbei, okay, und die Monster in deinem Kopf, keine Ahnung, wie die waren, die sind auch weg. Also, es ist eine Art von Erlösung. Ne? Man fühlt sich ja auch manchmal so irgendwie gefangen in einem Traum. Und es ist eine Art Erlösung. Und ich habe auf Google Images habe ich eingegeben, Erlösung. Und das waren hier die ersten vier Bilder gleich. Erlösung wird in unserer Kultur eigentlich so gut wie immer mit irgendeinem Schein an irgendeinem Himmel, dunklen Himmel, keine Ahnung was, dargestellt. Ja, wieso? Ja, Gott sei Dank, es ist vorbei. Was jetzt interessant ist, auf einmal sagt er, mein Herz brennt. Also gehen wir das nochmal durch. Er hat sich am Anfang irgendwas aus der Brust gerissen, was wahrscheinlich das Herz war. Er hat zwar nicht genau gesagt, aber es ist davon auszugehen. Dann geht er auf so eine gewisse Distanz mit diesem Demonstrativpronomen, mit diesem Herzen, was sehr komisch ist, wenn man nur ein Herz hat. Warum sollte man sagen, mit diesem Herzen? Wie gesagt, du sagst auch nicht beim Doktor, ja, dieses Herz hat ein Problem. Ah, und ein anderes? Das ist Schwachsinn. Warum macht er das? Warum geht er auf diese Distanz? Und auf einmal ist es wieder sein Herz, also mein Herz brennt. Warum ist das so? Also, er kontrolliert ja was mit diesem Herzen. Also, stellen wir uns mal vor, es wäre möglich, dass ich irgendwie mein Herz rausreiß und ja, das Einzige, was ich damit kontrollieren könnte, wäre
mich selbst. Ja? Es ist ja unmöglich, da irgendjemand anderes damit zu kontrollieren. Das hat nur einen Sinn, wenn dieser Sandmann in dem Kind wohnt, also mit ihm vereint ist. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Wenn die eins sind, wenn dieser Sandmann im Unterbewusstsein lebt, in den Träumen, das macht Sinn. Na, dann hat er nämlich, dann kann er kontrollieren. Wenn sie eins sind, kann er kontrollieren. Was ja jetzt interessant ist, wenn das Licht kommt, also das Kind macht die Augen auf, der Sandmann ist drin, für den Sandmann ist alles dunkel, na, der freut sich. Das Kind macht die Augen auf, boom, Licht kommt rein, also für diesen Sandmann, wie so ein Nachthimmel da drin, na klar, ne? Die Augen sind zu, macht die auf, kommt Sonne rein, der sieht es, scheiße für den, also mein Herz brennt. Hier wird wahrscheinlich diese Losgelöstheit von dem Kind dargestellt, weil es auf einmal wieder sein Herz ist. Und das Verb brennen gibt es in vielen Redewendungen. Und es deutet fast immer auf irgendeine Dringlichkeit hin. Auf etwas brennen, jemandem auf der Seele brennen, es brennt jemand unter den Sohlen, jemandem brennt etwas auf der Zunge, es brennt an allen Ecken und Enden und so weiter und so fort. Hier gibt es eine unangenehme Situation für unseren Sandmann. Diese Geschichte wird nicht chronologisch erzählt. Es fängt an mit dem Auftauchen oder Erscheinen des Sandmanns. Gleich danach, also erzählt er mir, was er da macht mit dem Ding, mit diesem Herzen, und dass er die ganze Nacht Geschichten erzählt, wo wir wieder beim Sandmännchen wären, das auch Geschichten erzählt. Dann wird aber schon die Losgelöstheit von dem Kind dargestellt. So, und jetzt geht die Geschichte los. Es gibt auch noch eine kleine andere Interpretation. Wir schauen uns das am Ende an. Ich will da nicht so viel vorausnehmen. Aber, okay, hier, also die Idee. Wie ich schon gesagt habe, der Sandmann erscheint. Ja, er erzählt, was er macht mit dem Herzen, was er jetzt Geschichten erzählt. Dann wird schon der Verlust der Bindung an das Kind dargestellt. Jetzt hier geht's los und es werden Geschichten erzählt, wie im Sandmännchen. Dann ist der Sandmann tot oder sage ich mal irgendwie in Totenruhe, keine Ahnung was. Okay. Und dann steht er wieder auf. Schauen wir uns das mal alles an, wie das gemacht wird. Sie kommen zu euch in der Nacht. Dämonen, Geister, schwarze Feen. Das hier sind diese Gruselviecher, sage ich mal, aus der europäischen oder germanischen oder deutschen, keine Ahnung was, Mythologie. Wir haben zum Beispiel den Nachtbock, Nachtkrab, Nachtgeiger, Nachtrabe, Nachtseil. Und wie ich gelesen habe, haben die anscheinend irgendwie einen Einfluss auf diese Figur, also des bösen Sandmanns gehabt. Wie wir oben gesehen haben, beim Sandmännchen, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber da gibt es auch öfter mal Geschichten mit Eulen, mit Raben und so weiter. Also auch diese Figuren aus der Mythologie. Das ist halt eine Light-Version. Na klar, da rollen keine Köpfe, da ist alles okay. Hier kommt die Hardcore-Version. Also, Dämonen, Geister, schwarze Feen kommen in der Nacht. Hier Tiere aus der, oder Viecher, Monster, keine Ahnung was. Die Geschichte geht weiter. Sie kriechen aus dem Kellerschacht und werden unter euer Bettzeug sehen. Also im Kellerschacht, typische Monstersache, ne, Horrorfilm und so weiter. Die Viecher kommen von unten, klar, unten ist die Hölle, oben ist der Himmel. Ne, hat immer damit was zu tun. Monster kommen normalerweise von unten. Und sie werden unter euer Bettzeug sehen. Jeder kennt diese Situation von Horrorfilmen. Es ist eigentlich so der letzte kleine Schutz, der einem bleibt in einem Horrorfilm. Es ist eigentlich nichts wert, aber, okay, man klammert sich halt dran, sie finden mich nicht. Aber diese Viecher finden dich überall, egal wo du bist, weil sie in deinem Kopf sind, klar. Sie kommen zu euch in der Nacht und stehlen eure kleinen heißen Tränen. Sie warten, bis der Mond erwacht und drücken sie in meine kalten Venen. Bettzeug sehen, Kellerschacht, die Viecher kommen raus und sie kommen zu euch.
und sie stehlen eure kleinen heißen Tränen. Das ist ja eigentlich erstmal, also hier schon, haben wir schon mal ein weiteres Indiz, dass das ihr im, das Ding im Kopf lebt, dass das Träume sind. Diese komischen Viecher, Dämonen und Geister, die tun diesem Kind anscheinend nicht weh. Die stellen nur kleine heißen Tränen. Darauf kann man ja verzichten. Na gut, nimm sie, kein Problem. Okay, aber hier wird nichts irgendwie, hier werden keine Schmerzen zugefügt, gar nichts. Okay, das Kind halt träumt, weint, ja, und ist natürlich bildlich, ne, kommen die für die Viecher. Und was jetzt passiert? Sie warten, bis der Mond erwacht und drücken sie in meine kalten Wehen. Heiß-kalt, wie der typische Rammstein-Vergleich. Kalt, tot. Heiß, lebendig. Also diese Tränen sind der Lebenssaft für diesen Sandmann. Der steht auf. Er schickt seine Handlanger los. Okay. Die holen die Tränen. Und dann kommt der Mond. Und jeder kennt es aus Horrorfilmen wie Werwolf oder Dracula. Wenn der Mond oben steht, was heißt das? Scheiße, der Chef kommt. Wir sind am Arsch. Und hier genauso. Also der Chef kommt immer hier, wenn es einen absoluten Höhepunkt gibt. Er schickt seine Handlanger vor, die schwarzen Feen und keine Ahnung was. Na, die fangen so an mit so leichten, keine Ahnung was, Träumen und so weiter. Der Kind fängt an zu weinen. Ne? Stehen die Tränen, bildlich natürlich. Und durch diese Angst, also dadurch wird die Angst ausgedrückt. Jetzt ist ja ziemlich klar, dass es Angst ist. Und dieses Vieh, dieser Sandmann, der kann nur in der Nacht leben. Und das hier, also diese Tränen, sind seine Lebensenergie. Sein Blut, seine Energie. Seine Venen sind kalt, Dracula übrigens auch. Und er bekommt die heißen Tränen direkt da rein. Und so erwacht er auch. So, was hier interessant ist. Wie im Sandmännchen. Sandmännchen kommt ja jeden Tag, oder früher zumindest. Dieser Zyklus wiederholt sich. Es könnte auch jetzt sein, dass es hier, also dass hier das Aufstehen kommt. Und es könnte sein, dass es hier wieder genau hier an Anfang zurückkommt. Er stellt sich hier wieder vor. Also er ist gerade aufgewacht, am Mond und so weiter. Und hier stellt er sich jetzt wieder vor. Ja, und er sagt, ich habe euch etwas mitgebracht, habe es aus meiner Brust gerissen und so weiter. Da, 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 da. Tag, Kind wacht auf, schlecht für ihn. Okay. Und dann geht es wieder los. Ja, Kind schläft wieder, sie kommen zu euch in der Nacht. Ne? Es könnte aber auch sein, dass es hier einfach weitergeht, dass es einfach nicht chronologisch erzählt wurde. Und ja, einfach hier ab hier die Geschichte erzählt wird. Aber anscheinend ist er hier schon irgendwie, also ist nicht tot, ne? Aber ist in so einer Art, keine Ahnung, was, Totenruhe, was weiß ich. Kalte Wehen, also es geht nichts. Ne? Kaputt, der braucht seine Lebensenergie, der braucht seinen Saft. Ne? Keine Ahnung, wie Blade oder so. Und das könnte sein, dass es hier hing, also dass diese, dass, obwohl er selbst, also dieses lyrische Ich, die Geschichte erzählt, könnte es sein, dass es hier, also dass er ab hier weg ist. Und hier fängt die neue Nacht an und ja, und so geht's weiter. Es könnte sein. Es könnte aber einfach sein, wie ich am Anfang gesagt habe, dass es nicht chronologisch erzählt wurde. Ja, und dass einfach diese komplette Geschichte erzählt wurde. Auf jeden Fall, ich finde es ziemlich klar. Also, denke ich, weiß nicht, was ihr denkt. Schreibt einen Kommentar. Sagt mir, welches Video ihr als nächstes sehen wollt. Und für alle Brasilianer, es gibt einen neuen Deutschkurs. A1.1 nach dem europäischen Referenzrahmen. Klickt bitte auf den Link in der Beschreibung. Es gibt noch einen Haufen Bonus, andere Kurse, Spanisch, Chinesisch, Englisch, Haufen Bonuskurse. Wir sehen uns beim nächsten Video, okay? Ciao, ciao.